Oh, was ist mit ihm? Guten Tag, Freunde. Willkommen zurück zu euren Super Mario Maker Leveln. Hier ist wieder Rushed. Und zwar mit Battered Stronghold True 8. Was heißt denn True 8? War das für so einen Contest oder was? Ja, the final mission, get rid of that old turtle. Okay, alles klar, Mama. 3,88% Clear Rate, Gaudimann 5 Minuten 25. Das könnte anstrengend werden, aber ich glaube, wir kriegen es hin. Old Turtle heißt, dass dann bestimmt wieder irgendwie ein Bosskampf dabei ist. Okay, auf geht's. Ich muss mal eben meine Kopfhörer ein bisschen leiser stellen, weil sonst hört ihr euch hier doppelt. Das ist doch Quatsch. So. Kann ich da noch durch? Na sicher. Aber gut aussehen tut's. Aber das kriegt Rushed ja immer gut hin. Okay, hier ist noch ein Pilz. Falls man den ersten verpasst hat, kann man da durchknallen. Okay, jetzt aber. Links lang. Ist das so ein, mach jeden Flügel und fertig? Nee. Das ist ein Herzchen, das ist ja süß. Aber guck mal hier. Das ist aber irgendwie... A, ja, bisschen asymmetrisch, okay. B, die Fenster scheinen zu lachen, deswegen alles gut. Wenn die Fenster lachen, lache ich auch. Okay. Gut, hier ist nicht so schlimm. Glaube ich. Habe ich den Level nicht schon mal gespielt? Ich weiß nicht, irgendwie. Oh, oh, nee. Ah! Nein! Timing falsch. Ah! Nein! Nein! Er hat mich hier unten gestunt, runtergepinnt. Oh mein Gott. Ja gut. Aber hier ist ja ohnehin Wurst. So, pass auf. Hier einmal durchrushen. Moin, 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 moin. Und hier holen wir uns einen Pilz ab. Ist ja okay. Easy peasy lemon squeezy. Dann gucken wir mal, was hier rechts noch so am Start ist. Wir müssen auf jeden Fall diesen Hammerbruder hier ausschalten. Komm mal, was wolle. Der macht uns sonst fertig. So. Irgendwas ist da oben gerade kaputt gegangen. Ich hoffe mal nicht, dass es elementar wichtig für mein weiteres Vorankommen sein wird. Okay. Ja, komme ich hier rauf? Mit ein bisschen Anlauf klappt das. Oh, nee, schon weiter. Scheiße. Mist, 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 Mist. Ich dachte, da geht's mal. Okay. Ja, gut. Aber den Anfang können wir ja mittlerweile. 1, 2, 3. Und durch, 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 durch. Schnell. Ja. Okay. Ja, das mit dem Hammerbruder finde ich ehrlich gesagt ein bisschen doof, muss ich sagen. Dass er mich da oben festpinnen kann, das finde ich schade. Oh, du liebst diese Hupe, ne? Ich weiß. Was ist jetzt los? Leute! Zu viel! Ah! Das ist doch nichts. Scheiße. Oh Mann, das ist mir zu viel. Leute, das ist mir zu viel. Rush, hier sind so viele Dinge. Ah! Hilfe. Okay, nochmal. Ich hoffe mal, dass hier irgendwo ein Midway Point ist. Sonst fange ich jetzt zu heulen. Aber wir wollen ja nicht heulen, ne? Wir wollen ja alle Spaß haben hier. Okay, er hier kriegt. Hoch, Bams, in die Nüsse getreten, fertig. Okay, an ihm vorbei. Ja, jetzt ist auf einmal wieder Geschmeide hier. Na, das gerade eben, das war übertriebene Härte. Da müsst ihr auch... Das stimmt. Okay, ist hier irgendwas versteckt? Ich brauche noch ein Power-Up hier, sonst kriege ich hier Pimpernellen. So. Nee, zurück. Okay. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ich bin safe. Ich hab Power. Leben ist gut und fruchtbar. Okay, da unten darf ich bestimmt nicht hin. Da sterbe ich sicherlich. Unten ist ja Lava. Ich meine, ihr könnt gerne sagen, ich sei feige, aber ist mir egal. Okay. Das sieht doch aus, als wenn ich hier oben lang müsste. Aber Design ist schön. Guck mal, auch mit dem Hintergrund so ein bisschen gearbeitet. Das macht Spaß. Okay. So, hier bin ich sicher. Dann einmal Flämmchen machen. Oh, ne? Ja, das ist...
Ah, immer wieder so ähnlich, aber geringfügig anders. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, Arschlecken jetzt. Wait. Aha. Jetzt aber, Leute. Jetzt habe ich einen Grund, das direkt wieder zu verlieren. Wahrscheinlich brauche ich es nicht. Wahrscheinlich kommt jetzt gar kein... Ach, schade. Ja, siehst du. Aber zumindest ein bisschen Damage Boost. Okay. Ja, gib noch eine. Ja, egal. Ich hab sie noch. Ja, 50 Euro kannst du hier holen. um Abu zu bezahlen. Yes, da ist sie. Warum sollte man Geld auch liegen lassen, ne? Legitime Frage. Okay. Da kommt dann sicher was raus. Nee, schieß es ab. Ja. Ach du heilige... Okay. Wir sind alle entspannt. Wenn ich das so mache, dann kann ich die alle wegschießen. Ich habe noch mal 30 Euro. Nice. Okay. Weit nach links. Ducken. Klappt. Nice. Okay. Nein. Oh, komm. Ja, ist egal. Extra Leben brauche ich eh nicht. Wird ja eh nicht gezählt hier, Kinder. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Ja, nee, da die 30 Euro sind mir dann... Also, das sind mir das Schmerzensgeld, sind die mir nicht wert. Okay, jetzt habe ich einen Switch. Kommt da einer nach? Was ist hier oben? Was ist das für eine Röhre hier? Macht die irgendwas? Nee, macht nichts. Okay. Wahrscheinlich kommt da ein Switch raus, wenn ich meinen jetzigen verliere. Okay, ich mach einfach mal. Wahrscheinlich hätte ich schon längst drücken müssen. Oh, das finde ich schön hier. Ah, jetzt, guck mal hier. Jetzt hast du Mula. Okay. Alles klar? Ja? Ja, brauche ich? Nee! Scheiße. Das ist ja ein grüner Pilz, den brauche ich nicht. Der interessiert mich einfach mal rein gar nicht. Okay, pass auf. Jetzt einfach mal ohne Power-Up, soll auch gehen. Ich meine, ja, Rush, das ist schon witzig hier mit deinem Extra-Leben, aber das Ding ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man, sag mal, vom Gameplay-Faktor hier gerade, ne? Dass wir irgendwie schon über 3 Extra-Leben sind. Und deswegen irgendwann ja auch vorbei ist. Okay. Nehme mit. Ich weiß, du bist ein Freund von alternativen Wegen. Da rechts wäre wahrscheinlich der andere gewesen. Okay, erstmal schön... Okay. Alles klar. Ja. So, hoch. Nice. Ja. Alles klar. Okay. Ich habe einen Schuh und ich habe Spaß. Das ist, reicht. Kann ich hier mit dem Schuh durch? Natürlich komme ich hier durch. Okay, auf geht's. Okay, Bowser, jetzt gibt's. Ich hab den Schuh, Alter. Jetzt hab ich den Schuh nicht mehr. Scheiße. Egal. Ja, selber schuld. Okay, ich muss hier irgendwie nach links hin. Nee, warte mal. Ich muss mit dir da ein bisschen tanzen, oder was? Aber ich hätte ihn so schön einfach mit dem Schuh einstampfen können, ne? Ah! Egal. Oh, nö. Nicht nur weiter runter hier, bitte. Bitte. Irgendwo ist vorbei. Er will da nicht weiterkommen jetzt. Ah, natürlich hat er auch keinen Platz zum Springen. Oh, was ist mit ihm? Hilfe! Ja, okay. Alles klar. Ist gut, dass ich ihn nicht weggebraten habe, weil im Endeffekt... Warte mal, ich stelle mich mal so, dass er hier durchspringt. Ja, mach auch jetzt. Nee. Gott. Dieses Ende. Ich nehme mal den anderen Weg. Da brauche ich ja den P-Switch nicht für, ne? Das macht mich schon ein bisschen fuchsig, aber ist okay. Das macht ja alles schwierig. Oh Mann. Okay, beim nächsten Mal wieder P-Switch. Dafür ist er ja da. Und hier könnte ich dann theoretisch einfach was abgreifen. Ach, guck mal, ich kann auch hier über die Fenster einfach rauf. Auf solche Ideen bin ich ja vorher nicht gekommen. Und jetzt am besten nicht über die Balustrade hier. Das wird nämlich nur gefährlich. Okay, weiter geht's. Ich hab's geschafft.
Ja, jetzt kommt er. Ja, ich glaube, links rum ist besser. Okay, da oben. Warte mal, ich lasse den mal runterfahren hier. Ja, siehst du, so ist schon mal nicht schlecht. Dann kann ich hier... Ah! Ja, der eine ist Kuschelkurs und der andere ist Flämmchen hier. Das ist beides nicht gut. So, jetzt hau ab da. Ich muss runter. Pause, bitte. Oh Gott, der springt doch gleich wieder so doof. Nein, ich hab vergessen, dass der da einfach oben dran stößt. Oh Mann, 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 dieser Bowser-Kampf. Dieser Bowser-Kampf. Weißt du was? Ich bin doch auch so blöd. Ich bin doch auch so blöd. Ich lass den da einfach stehen. So. Jetzt fällt der Groschen. Jetzt fällt der Groschen, Leute. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich springe hier einfach erstmal gegen diese komischen Stampfer. Und dann geht's weiter. Jetzt habe ich die Idee. Jetzt habe ich die Idee, die einfach das ganze Spiel verändern wird. Das ist wie der Home Run im Baseball. Jetzt kommt's. Ich sage es euch. Und diese Idee ist bestimmt von dir so angedacht worden, aber ich komme erst jetzt drauf. Ich lasse Bowser da einfach liegen. Obwohl, eigentlich hätte ich Bock, ihn nur so aus Prinzip nochmal zu verdreschen. Aber eigentlich ist das ungesund. Genauso wie diese Stelle hier. Das ist... Sowas ist gefährlich. Sowas, was man einfach mal gerne unterschätzt. Ja, scheiße auch, ne? Wieder nicht geklappt. Ich hätte schneller sein müssen. Weißt du was? Ich jag mich jetzt hier erstmal in den Torf und dann gucken wir gleich nochmal. Dieses Haus im Haus finde ich auch sehr schön. Das hat was. Sprengung! Okay. So. Jetzt aber fix. Ja, genau, das meine ich hier. Das ist das, was man gerne unterschätzt. Und jetzt sind wir da. Jetzt haben wir es. Da ist der Stiefel und der gehört mir. Da ist er doch. Ha! Ui. Okay, okay, okay. Alles klar. Okay. Jetzt nicht fragen, nicht machen, nicht labern, sondern einfach hier so einen Stiefel nehmen. Springen, dran vorbei. Zack, runter. Oh, scheiße. Ah, da ist er wieder. Gut. Gut, alles klar, Bowser. Wir machen das zusammen hier. Ist in Ordnung, ist gut. Mir macht Spaß. Ja, nee, so nicht. Oh Mann, ist das belastend hier. Da ist er. Okay, alles klar. Willkommen im Beef Cage. Wir sind beide da. Nee, aufpassen. Ich bin schon wieder klein hier. Ah! Okay, jetzt. Leap of Faith. Ach, scheiße. Ich muss ihn wirklich verhauen. Oh. Na gut. Na gut. Ah, ja, dann machen wir das nochmal. Einfach runter eiern hier mit dem Stiefel geht nicht. Aber ich könnte theoretisch auf seine Mütze springen, oder? Das geht doch. Das ist schon ein schwieriger Bowser-Fight. Oh, ich... Oh, Rush, diese eine Stelle mit den Stacheln da, ne? Ich glaube, das ist das Schlimmste am ganzen Level. Immer dieses... Oh, 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 oh. Das ist wie so ein... Weiß ich, wenn du so einen Weitsprung machst, ne? Und dann sagt dir irgendjemand, bist übergetreten. Genau das gleiche Gefühl. Dann springst du da deine 7,50 Meter und alles zählt nicht, weil du bist ja übergetreten. Das tut mir sehr leid, aber ne? Pass auf. Aber diese Flammen da, diese Scheiße. Ich muss ihn irgendwie hier rauslocken. So, jetzt... Okay, langsam runter. Ich weiß nicht, wo ich ihn am besten verbrate hier. So. Am besten jetzt nicht stunlocken, den Maddie. Nein, schon wieder falsch. Oh, Rush, dieser Bowser-Kampf, ne? Der... Ja. Ja, mach es doch endlich. Hör mal. Ich kann dir gerne auch den Weg freimachen, wenn du Bock hast. Dann kommst du einfach mal mit. Oder hier, hier so. Bam. Hier, so. Komm mal mit. Ja, hallo, na? Ach, Mann. Vor allen Dingen, weil der so nah ist. Das ist das Problem bei ihm. Und diese Stelle hier ist sowieso schrecklich. Okay, da... Ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin, aber... Es ist... Ich hasse den SMB3-Bowser.
Vor allen Dingen dann, wenn er so gemacht wird, wie man ihn eigentlich hätte spielen sollen. Dann ist er ein richtig schlimmer Pinger. Also den Megumin-Level innerhalb von 4 Minuten weg, ne? Aber das hier, da stehen wir einfach mal eine halbe Stunde. Oh, geh da doch rein, Mario. Bitte. Bitte. Luigi, meine ich. Ist denn nicht Mario? Oh, moin. Einmal hier wieder in den Stiefel rein. Ich glaube, der Stiefel ist auch so ein bisschen Augenwischerei. Das Problem bei der Sache ist, ich könnte mich ja mit dem Stiefel hier runterboxen, aber wenn ich das mache, dann laufe ich immer Gefahr, irgendwo in so eine Flamme reinzuspringen. Sowas zum Beispiel. Oh, Pause, ehrlich jetzt. So, da ist er nämlich jetzt. Weißt du, ich... Oh, guck mal, genau das meine ich. Ach, nee, bitte nicht. Los, komm jetzt, Bowser, mach deine... Jetzt pack deine Sachen und fahr. Oh, das war knapp. So, jetzt Blind Jump. Rush, was soll das? Was soll dieser Blind Jump hier am Ende? Das ist doch blöd. Das ist doch doof. Da kommst du dann und machst da deine 50-50 Chance, ob du die letzte Phase auch noch machen darfst oder nicht. Also irgendwie unbefriedigend. Ach ja. Ich glaube, ich muss wirklich mal diese Homepage aufmachen. Braucht mein Level einen Bowser-Fight und da soll einfach nur schwarz auf weiß stehen. Nein. Ist noch. Nein, braucht er nicht. Reicht. Ohne geht auch. Ist okay. So. Jetzt nochmal. Wie lange spielen wir schon? Ach, eine Viertelstunde. Dann ist ja noch ein Bereich des Möglichen. Gibt ja auch. Ne? So, moin. So. Okay. So, okay, könnt ihr jetzt noch hinterher? Das ist die Frage. Ich meine, ich muss ja hier theoretisch aufschließen. Hallo, Bowser? Ja, guck mal, er ruppelt da oben. Er rappelt. Ich hab's rappeln hören. Vielleicht hat er ja Bock. 440 Sekunden haben wir. Wenn er Bock hat, dann ist er dabei. Ja? Ah, guck mal hier. Das sind hier die Speedrun-Strats, Leute. Da ist er doch! Moin! Bang! 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 Da haben wir das nicht gerechnet. War, Diggerchen? Yes! Oh nö, ich kann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, komm. Minuten 51. Das ist okay.